Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Daily Vlog auf meinem Kanal. Heute zocke ich nicht, sondern heute zeige ich euch mal was anderes. Ich fange hier auch nicht irgendwie an, sondern ich komme gerade von woher. Ich habe meine ganzen Sachen noch mit. Ja, also heute zeige ich euch mal was. Und ich würde sagen, was es ist, das erfahrt ihr gleich. So, wie ihr sehen könnt, ich habe meinen Helm auf, bin schon ein paar Meter gefahren. Und bin auch schon hier auf meinem Bike. Und ja, ich fahre jetzt mal zur Strecke hin, weil ihr seht ja im Titel, dass ich euch das zeige. Ja, so viel gibt es jetzt auch nicht zu sagen. Uiuiui. Ja. Also ich stoppe mich hier die ganze Zeit mit meinem Fuß, weil sonst fahre ich zu schnell, weil da vorne sind Leute. Und wenn ich jetzt an denen vorbeifahre, dann, ja, weil eigentlich fahre ich hier immer, mit einem Kumpel fahre ich immer mit 30 lang. Und das, ich bin jetzt gerade von 40 auf 0 runter, weil ich sonst in die Rennen gerauscht wäre. Also, nie so lecker, aber lässt sich nicht ändern. Genau, ich bin jetzt hier erstmal auf dem Weg zur neuen Road. Und ja, ich würde sagen, ich lasse mal wieder ein bisschen rollen und suche mir mal einen zweiten Weg, damit ich damit ich schneller hinkomme und nicht an den ganzen Leuten vorbei muss. So, ich bin jetzt hier gerade beim letzten kleineren Anstieg. Dann bin ich eigentlich schon da. Ein bisschen holprig hier, deswegen. Filme auch wieder wie immer mit Hand und mit Handy, weil ja, das hat er schon gewohnt. Das ist wie so ein lautes Windrad. Oh, heute laufen wirklich sehr viele Post so scheiße lang. Ja, muss mal gucken, wie ich das heute mache. Aber wird schon funktionieren. So, ich bin jetzt hier an der Strecke angekommen mit meinem Kumpel, der für mich mal wieder filmt. Moin. Ja. Der Link zu seinem Instagram ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bin ja ein Ehrenmann. So, wir sind jetzt hier gerade an unserer neuen Strecke und haben hier gerade mal unseren Anfang. Das ist der zweite. Da kommt man hier über die Bretter, kann man fahren. Und macht dann hier einen Abgang runter. Und dann ja, kann man mal zeigen, wie es dann von unten aussieht. So. Hier. Es hat schon eine gewisse Steigung. Den hier, den Baumstamm, den müssen wir noch wegmachen, aber das hatten wir bei der ersten Homeworld auch. Und wenn man sich das nicht traut, dann haben wir natürlich einen zweiten Start gebaut. Table, da fehlt noch was. Wir müssen einen da hinten hier noch Arte drauf und da hinten müssen wir dasselbe nochmal hinkopieren. Ja, und wenn man das sieht, man jetzt vielleicht nicht so gut, aber es ist schon sehr steil, also fast senkrecht. Ja, es geht hier so. Ich blende, wenn ich es schaffe, blende ich mal so eine Art Winkel ein. Los! Ja, komm. Los! Los. So, also hier auf der Höhe wird dann wieder runtergefahren. Vielleicht bis hier. Das sieht alles gar nicht so hoch aus auf Kamera, aber. Das ist, also. Es geht mir fast bis zum Knie. Also. Genau, und dann hast du hier deinen Schwung, den du brauchst, um den zweiten Sprung zu landen.
den Zimmer auch schon häufiger gefahren. Auch schon manch andere. Der ist sehr stabil. Ist ein Ticken kleiner als der Table. Aber er hebt, er fährt sich gut mit allen möglichen Zweirad-Modulen. Motorrad, Motocross. Ja, genau. So, und dann kommen wir von hier hinten. Und wenn man genug Schwung hat, ohne das Holzteil, hat man hier eine Steilwandkurve. Das nehmen wir als Eingang immer. Und dann fährt man, wenn man mitkommt, fährt man hier rein. Und ja, unser Plan ist dann hier hoch und dann schräg runter und raus. Aber das. So, und unsere Idee war, dass wir hier mit genug Schwung von hinten kommen. Dann hoffentlich hier eine gescheit. Ich suche mal ein Stück. Dann von hier anfahren und dann hier. Also ich glaube, die beste Ideallinie hast, wenn du hier anfährst und dann hier hoch auf der Höhe bist und dann ins Verfliegen reingehst. Also ich finde, es hat beautiful funktioniert. A good funktionation we have done. Mein Englisch ist very good. Wie denkst du, war es in Ordnung? Ja, voll ab, muss ich ziehen, weil ach du Scheiße. Ja, also wir gucken jetzt hier noch ein bisschen rum, fahren ein, zwei Mal noch und dann melde ich mich auch nochmal. Bis gleich. Ich bin jetzt daheim, war noch kurz nochmal da, der Strecke. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert hier meinen Kanal. Hier oben kommt ihr zu dem zu dem Video von gestern und hier unten kommt ihr zu der Homeroad, zu der alten. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, also bis morgen und ciao.